Hallo, herzlich willkommen hier bei meiner inzwischen 7. Folge von Everything Fiber. Schön, dass du wieder da bist. Und für alle, die neu hier sind und mich noch nicht kennen, mein Name ist Christina. Ich komme aus Österreich und hier auf meinem Podcast dreht sich alles rund um Fasern. Ich färbe, ich spinne, ich stricke, ich webe und seit neuestem häkle ich auch. Und in dieser Episode gibt es ein bisschen was von allem. Ich hoffe, euch gefällt, was ich euch zu zeigen habe. Fangen wir gleich an. Meine aktuellen Projekte sind, ich zeige ihn nur ganz kurz, ich erwähne ihn in jedem Video, also wieso jetzt auch nicht in diesem, der Nurtured Sweater von Andrea Murray. Das ist mein vierter, den ich stricke. Ich verlinke euch hier ein Video, da könnt ihr gerne nachschauen. Meine Geschichte, ich und der Nurtured Sweater. Ich verstricke ihn in der Wolle Drops Lima. Das ist, wo steht es? 65% Wolle, 35% Alpaka. In der Farbe Blush ist das. Genau. Also nur ganz kurz erwähnt, ich habe jetzt noch nicht viel weiter gestrickt. Ich bin mit der, das ist immer noch der erste Ärmel. Ich bin mit der Zunahme fertig. Ich muss jetzt nur noch die gewünschte Länge stricken vom Ärmel. Dann kann ich mit dem zweiten Ärmel beginnen. Also wer gerne meine Geschichte dazu wissen möchte, kann gerne meine vorherigen Videos anschauen. Dann habe ich auf den Nadeln einen Sophie-Schal von Petit Knit. Und zwar, ich zeige euch erstmal die Wolle, das ist Langjan-Frieda. Ist eine ganz, ganz tolle Farbverlaufwolle, so pastellig. Ist 100% Schurwolle, hat eine, na, wo steht es, 100 Gramm, 220 Meter. Wird gestrickt mit Nadeln 4 bis 4,5, ich verwende 4er Nadeln. Also die Frieda von Langjan. Und zwar sieht der Schal so aus. Jetzt verliere ich gleich die Maschen. Das sieht ihr ganz toll den Farbverlauf. Jetzt habe ich hier den Faden. So, genau. Also ich bin schon über der Hälfte, wenn ihr hier schaut, da wo mein Daumen ist, da seht ihr ganz unten das Spitzchen. Das ist ein sehr langgezogenes Dreieckstuch. Aber ich mag das sehr gerne. Ich habe schon ein paar Dreieckstücher, sage ich jetzt einmal, normale, unter Anführungszeichen, Dreieckstücher gestrickt. Ich habe im Winter sehr gerne Schal und Haube, damit ich warm bin. Bei uns geht meistens hier Wind und meistens kalt. Und da bin ich gerne dick eingepackt, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Nur bei den meisten Dreiecks, klassischen, sage ich jetzt, Dreieckstüchern, ist mir das hier vorne immer ein bisschen zu viel. Wenn ich das jetzt, ich trage es immer so, dass ich die Spitze vorne habe, dann einmal um den Hals herum und dann verknote ich es vorne noch einmal. Und da ist mir das einfach entweder zu lang oder zu eng, zu viel oder ich habe hier dann so einen Wulst beisammen. Das ist jetzt eher, finde ich, die klassischen Dreieckstücher, also die wirklich wie ein Dreieck ausschauen, für, dass man sie vielleicht über die Schultern nur schlägt und nicht wirklich zum dick einpacken. Und da finde ich diesen Schal ganz toll, weil da eben, wo diese Spitze ist, das ist die breiteste Stelle von dem Schal, breiter wird er nicht. Und wenn man den sich umlegt, dann hat er für mich, finde ich, genau die richtige Länge. Und ich finde dieses Farbverlaufmuster einfach ganz toll, den diese Wolle ergibt. Es wird sicher nicht mein letzter Sophie-Schal sein, denn ich möchte ihn auch noch in einer Unifarbe stricken. Die Wolle zeige ich euch dann später bei einem, da habe ich ein Projekt fertiggestellt mit dieser Wolle und da möchte ich auch so einen Schal damit stricken. Ich habe auch schon einen Sophie-Schal fertig gestrickt, den zeige ich euch auch später in dem Video. Und ja, ganz toller Schal, kann ich jedem nur empfehlen. Es ist ein super, sage ich jetzt, Nebenbei-Projekt, weil es wird einfach nur in glatten Maschen gestrickt und man kann wunderbar neben Fernsehen Hörbücher hören oder eben, so wie ich das meistens mache, andere Strick-Podcasts anschauen, die dann bei mir auf Dauerschleife laufen und ich habe einiges nachzuholen, gebe ich zu. Ich habe viele in meiner Playlist drinnen, die nachzuholen sind und da eignet sich dieser
Schal ganz, ganz toll, die nachzustricken, also das nebenbei zu stricken, sage ich jetzt. Das ist eigentlich das einzige Strickprojekt, das ich auf den Nadeln habe. Ja, der Nörtschatzwetter und der Sophie-Schal. Und mein Häkelprojekt, das mich das ganze Jahr über begleiten wird, ist eben die Temperaturdecke. Ich habe jetzt hier inzwischen nur diese zwei, seit meinem letzten Mal, diese zwei Dreiecke dazugefügt. Ich bin nicht wirklich dazu gekommen. Wir hatten leider einen Trauerfall in der Familie. Es war jetzt nicht irgendwie plötzlich oder so, also es war schon absehbar, aber trotzdem trifft einen das immer hart. Man kann sich auf so etwas nicht wirklich vorbereiten. Und ich hatte irrsinnig viel zu tun mit Begräbnis organisieren, von A nach Z laufen, dorthin laufen, das organisieren, Blumenschmuck, alles aussuchen. Das war echt eine Rennerei, was man sich gar nicht so bewusst wird. Man hat hoffentlich nicht jeden Tag ein Begräbnis zu organisieren, aber das ist echt. Ich war zwei Tage nur am Hin- und Herlaufen und Ausmachen und bin wirklich nicht dazu gekommen, meine Hexagone zu häkeln. Ich habe eben die, die ich schon eingefügt habe, und diese paar hier, die ihr da auf dieser Nadel sehen könnt. Ich häkle immer eins und spieße es hier an, also die Reihenfolge ist dann in diese Richtung hier. Und ja, für alle, die diese Temperaturdecke nicht kennen, also ich verlinke euch gerne unten die Anleitung dazu und wie sie gestrickt wird. Sie besteht aus lauter kleinen Hexagonen, aus drei Reihen. Das ist jetzt kein gutes Beispiel, weil da war zum Beispiel zweimal dieselbe Farbe. Also man strickt in der Mitte, die erste Runde ist die niedrigste Temperatur des Tages, die zweite Runde die mittlere Temperatur des Tages und die dritte Runde ist die höchste Temperatur des Tages. Die ermittle ich mir immer auf einer Website. Also die höchste und die niedrigste kann man dort erst sehen und die mittlere Temperatur rechne ich mir aus. Und je nachdem, eben welche Temperatur es ist, wird die Farbe ausgewählt. Ich kann euch meine Farben gerne zeigen. Ich habe sie hier so praktisch in dieser Box. Also es beginnt bei, hier ist glaube ich 1 und geht dann so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt die Farbe habe, ich habe mir so eine kleine Tabelle gemacht, angelegt, wo ich eben jeden Tag die Temperaturen eintrage und dann auch die Nummern gleich dazu schreibe, sodass ich genau weiß, heute stricke ich Hausnummer den 15. Jänner, ich brauche die Farbe 145, dann nehme ich mir diese hier heraus und habe sie schön bei der Hand. Gehäkelt wird das Ganze mit der Friends Cotton von Hobby. Ich habe 20 Farben mir für die Temperaturen ausgesucht. Also man sucht sich 20 Farben aus für die Temperaturen und braucht je ein Knäuel pro Farbe. Und als Zwischenfarbe, also wenn man dann diese Dinger zusammenhäkelt, diese Hexagone, braucht man, also sucht man sich auch eine Farbe aus und da braucht man dann 5. Ich habe mich hier für so ein ganz leichtes Beige entschieden. Weiß war mir irgendwie zu hart, deswegen ganz leichtes Beige. Und was mir bei diesem Knäuel super gut gefällt ist, das hat es jetzt hier nicht, ich habe es euch da bei dem gezeigt, die haben, da muss ich es auf der anderen Seite rausziehen, die haben ja so kleine Laschen, dass man von der Mitte aus arbeiten kann. Also das finde ich ganz toll, weil ich liebe es, aus der Mitte zu arbeiten, weil dann die Wolle einfach nicht irgendwo herum hüpft. Und das finde ich ganz super von dieser Wolle gelöst. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel hier, wenn ihr das, ich versuche es zu zeigen, wir hatten an vier Tagen hintereinander dieselben Temperaturen, also selbe Temperatur niedrig, selbe Temperatur hoch, selbe Temperatur mittel. Jetzt habe ich auf meiner Decke 4 Hexagone, die die gleiche Farbe haben. Ich denke, es wird dann nicht so sehr auffallen, wenn es dann fertig ist in der Menge. Ich bin ein bisschen hinten nach. Ich glaube, ich habe die bisschen über der Hälfte vom Jänner habe ich fertig. Eben wie gesagt, durch diesen Trauerfall bin ich nicht wirklich dazu gekommen. Und ich häkle aber jetzt jeden Tag 2, 3, 4, 5, je nachdem, wie viel Lust ich habe
von diesen Hexagonen. Und ich denke, dass ich im Laufe der Woche diese aufgeholt haben werde und dann kann ich 1:1 jeden Tag mein Hexagon stricken und der Decke hinzufügen. Ja, und ich habe mir angewöhnt, dass ich bei meinen Hexagonen immer gleich die Fäden verhäkle, sage ich jetzt einmal. Also es bleibt dann nur ein Faden übrig und den verhäkle ich dann, wenn ich die Hexagone zusammenfasse. Also zum Beispiel in der Mitte, wenn ich den Ring mache und ich häkle die erste Runde, dann lege ich mir den Faden um diesen Ring und häkle dann die Maschen einfach drumherum und schneide ihn dann ab. So spare ich mir das lästige Vernähen, das ich überhaupt nicht mag. Und wie gesagt, dieser eine Faden, der da jetzt noch hängt, der wird dann schön versteckt, wenn ich diese Hexagone zusammen häkle. Das sind meine Projekte, an denen ich aktuell arbeite. Fertige Projekte, eben aufgrund des Trauerfalls, habe ich mir eine Mütze und einen Schal gestrickt. Üblicherweise trägt man auf Begräbnissen dunkle, gedeckte Sachen, also schwarz, dunkelgrau. Und meine Mützen und Schals sind alle bunt. Ja, ich bin ein bunter Typ. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, schnell selber etwas zu stricken. Und zwar habe ich mir den Stockholm Hat von Petit Knit gestrickt. Den habe ich euch schon mal gezeigt. Den habe ich schon mal fertig gehabt. Das ist dieselbe Anleitung wie dieser hier. Bei dem hier hat mir ja diese Kante hier nicht so gut gefallen. Und da hat mir im Kommentar eine liebe Zuseherin hinterlassen, dass ich mir den italienischen Anschlag anschauen soll, was ich dann gemacht habe. Den habe ich dann hier verwendet. Also diese Kante hier sieht anders aus als diese. Ich probiere, ob ihr den Unterschied seht. Ich halte sie mal zusammen. Also die ist ja viel weicher auf dieser Seite. Das ist eher so eine harte Kante. Und ich muss gestehen, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich habe mir, als ich diese Mütze begonnen habe zu stricken, die Anleitung noch einmal genau durchgelesen. Und in der Anleitung von Petit Knit wird der italienische Anschlag vorgeschlagen. Das heißt, ja, ich war einfach zu voreilig, habe mich auf den Hut gefreut, auf die Mütze und, wieso sage ich immer Hut? Ja, weil es auf Englisch heißt das Stockholm Hat, deswegen übersetze ich es immer mit Hut, aber es ist ja bei uns eine Mütze, oder wir sagen Hauben dazu. Und ja, wie gesagt, diese hier ist jetzt nach Anleitung gestrickt mit einer schönen Kante hier und nicht so schnell, weil ich die Mütze eben fertig haben wollte, einfach meinen, sage ich jetzt, 0815 Anschlag gemacht, der mir dann nicht gefallen hat. An die Wolle, die ich hier verwendet habe, ich habe hier zwei zusammengehalten, und zwar einmal die Drops Lima Mix, das ist die gleiche, mit der ich den Nurtured Sweater stricke, das ist die Farbe 0519 in Grau, und zusammengehalten habe ich sie mit der Drops Alpaca Mix. Wobei, das ist jetzt hier so ein Petrolton. Ich habe natürlich schwarz verwendet, aber ich habe die schwarze Wolle komplett aufgebraucht. Deswegen kann ich sie euch nicht mehr zeigen, aber damit ihr seht, also diese zwei habe ich in Grau und Schwarz zusammengehalten für diese Haube. Und sie war Gold wert, denn am Tag des Begräbnisses war es eisig kalt, also nicht nur eisig kalt, sondern wir hatten auch einen eisigen Wind und ich war froh, dass ich diese Haube tragen konnte. Natürlich hätte ich mir auch einfach eine schwarze Haube kaufen können, aber nachdem ich ja gerne selber stricke und ich die Wolle schon zu Hause hatte, habe ich mich dazu entschlossen, mir selber eine Mütze zu stricken. Sie war auch ganz schnell fertig. Ich glaube, insgesamt würde man sie an einem Tag locker schaffen, wenn man sich die Zeit nimmt und durchstricken kann den ganzen Tag. Natürlich mit Pausen, also jetzt nicht von 8 bis 8 am Abend sitzen und nur stricken, sondern mit Pausen. Pipi-Pause, Trinkpause, Esspause, Hundspaziergepause. Aber an einem Tag kann man diese leicht stricken. Sie ist im Bündchenmuster, 1x1, also 1 glatt, 1 verkehrt wird das gestrickt. Ja, ganz tolle Haube.
Und passend dazu habe ich mir auch einen Sophie-Schal gestrickt, also den ich euch vorher gezeigt habe in bunt, habe ich schon einmal fertig eben in, es ist jetzt kein Schwarz, es ist eher so ein, ja, wie soll ich sagen, Kohle, dunkel, grau, schwarz. Den habe ich schon fertig gestrickt, den trage ich auch schon fleißig und daher, also der ist ganz toll zu tragen. Ich trage ihn eben, ich hoffe, das Mikro verzeiht es mir jetzt, ich trage ihn einmal so, dann schlage ich die Spitzen nach vorne und verknote sie noch einmal. Und ich finde es immer so lustig, wenn ich spazieren gehe und bei uns geht der Wind, wenn die dann so herumbaumeln. Die Wolle, die ich hier verwendet habe, habe ich nicht mehr übrig. Ich finde jetzt auch keine, ich schaue jetzt da so herum, ob da noch irgendwo die Lasche liegt. Aber ich verlinke sie euch unten dann in den Shownotes, welche Wolle ich da verwendet habe. Ich habe mir 5 Knäuel gekauft. Also für diesen Schal habe ich die Wolle besorgt, weil ich keine schwarze Wolle zu Hause hatte. Und ursprünglich dachte ich mir, ich komme mit 3 aus. Dann habe ich überlegt, na, nehme ich doch 4. Dann habe ich mir die Strickanleitung nochmal angeschaut. Die Wolle ist ein bisschen dicker, also von der Lauflänge her kürzer als die in der Anleitung vorgegebene Wolle. Dann habe ich gemeint, okay, dann nehme ich 5. Ja, was soll ich sagen? Es ist sich nicht ausgegangen. Das habe ich schon nach 3 oder nach 2 verstrickten Knäuel gewusst, dass sich das leider nicht ausgehen wird. Aber das war an einem Samstag und natürlich Sonntag hat das Geschäft zu und Montag war schon das Begräbnis. Das heißt, ich konnte dann nicht noch einmal in der Früh schnell Wolle nachkaufen. Vor allem, ich wollte ihn ja fertig haben. Und so habe ich dann aber einfach das Grau von der Mütze genommen und weiter gestrickt. Somit ist es passend zur Mütze. Ja, ein Knäuel von diesem, also das ist der Rest von der Mütze, der mir übrig geblieben ist. Das war dann auch nicht genug. Dann habe ich hier noch ein Schwarz drinnen. Das Schwarz ist auch der Rest von diesem Alpaka-Mix. Das habe ich doppelt gehalten in dem Fall dann, damit es sich wieder von der Stärke her ausgeht. Das war also der Rest von dem Schwarz. Ist sich auch noch nicht ausgegangen und dieses kleine Zipfelchen hier ist mir dann übrig geblieben und da habe ich einfach die selbstgefärbte Wolle verwendet, die ich gefärbt habe für ein Webprojekt, das ich euch noch nicht zeigen kann. Es ist noch nicht fertig, ich habe ein bisschen angefangen, aber ich verlinke euch das Video hier, wo ich darüber spreche, über die Selbstfärbung für mein Webstück. Also kann diesen Schal jedem nur empfehlen. Es ist auch, also habe ich beim Vorher schon gesagt, super schnell gestrickt. Den ganzen Schal habe ich habe jetzt 3 Tage gebraucht, weil ich habe zu Mittag, ich glaube, ich habe Samstag zu Mittag begonnen, ganzen Sonntag durchgestrickt und dann Montag in der Früh noch das kleine Zipfelchen dann fertig gemacht. Aber wenn man sich hinsetzt, also 2 Tage wieder mit Pipi-Pause, Esspause, Hundspaziergepause, kann man den in 2 Tagen schön locker stricken. Und wie gesagt, ein tolles Nebenherprojekt, wenn man Strickpodcasts schaut, so wie meinen zum Beispiel, oder Fernsehen, in irgendeine Serie oder so. Ganz toll zum Nebenbei stricken. Und mein drittes fertiggestelltes Projekt. Ich durfte wieder teststricken. Und zwar dieses Mal Socken. Und zwar sind das die Florence Socken von Laura Holfert. Ich habe jetzt leider nur den einen Socken da, den zweiten habe ich nicht da. Das war der erste, den ich gestrickt habe. Das Muster, das ihr hier seht, ist nicht ganz, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Und zwar, wenn ihr das hier sehen könnt, da wo diese Spitzen oben und unten sind, schaut das bei mir aus, wie wenn ich da verkehrte Maschen gestrickt hätte. Normalerweise sollte das so also durchgängig glatt nach vorne ausschauen. Und so, als würde der Faden einfach nur dahinter verlaufen. Ich konnte aufgrund des Trauerfalls nicht gleich mit dem Teststrick beginnen und habe beschlossen, dass ich mir nicht die Kommentare in der Gruppe anschauen werde, sondern ich möchte wirklich, ich finde, der Sinn und Zweck eines Teststricks ist, dass man eben schaut,
kapiert jemand die Anleitung? Oder ist die Anleitung verständlich geschrieben, sodass man auch danach stricken kann? Und somit habe ich mir die Tipps vorher nicht durchgelesen und habe eben nach Anleitung gestrickt. Und so wie die Anleitung gestrickt war, habe ich das eben, also so wie ich sie verstanden habe, habe ich eben gestrickt und dann ist eben dieser Fehler hier herausgekommen. Inzwischen ist die Anleitung korrigiert, also nicht korrigiert, sondern besser verständlich geschrieben. Deswegen ist ja ein Teststrick auch wichtig, denn da sieht man dann, gibt es Unklarheiten. Weil selber, wenn man jetzt so ein Muster entwirft, denke ich mal, hat man schon die Erfahrung und alles und schreibt dieses Muster runter und denkt sich, ja, das ist ja eh alles klar, was ich meine. Aber das ist eben anscheinend nicht so. Den zweiten Socken habe ich richtig gestrickt. Das hier ist eine Größe 41, 42. Jedenfalls Größe 41. Ich habe normalerweise 39, aber meine Tochter meinte schon öfter, ich soll ihr endlich mal Socken stricken. Und deswegen habe ich mich bei der Größe für 41 angemeldet bei dem Teststrick. Aus Erfahrung, Größe 39 wird am meisten gestrickt, weil das einfach, sage ich jetzt einmal, die gängigste Schuhgröße, vor allem bei Damen ist. Und somit habe ich die 41 genommen und er passt ihr super perfekt. Er ist jetzt noch nicht gewaschen, also es hängt hier oben. Die Wolle, die ich verwendet habe, ist von Järbö und zwar ist das Merino Ragi. Habe ich mir bei Aetna bestellt. Übrigens alle Wollen, Fasern, Artikel, die ich hier in diesem Video erwähne, sind alles selbst bezahlt. Also das spiegelt alles meine eigene Meinung wider. Ja, nur zum Erwähnen, dass da nichts gesponsert oder irgendwie ist, dass ich da kein Geld dafür bekomme, dass ich diese Sachen zeige, sondern es ist einfach mein Geschmack, meine Meinung. Und ja, die Wolle ist 100% Merino, ist 100% Merino, nein, ist 75% Merino, 25% Polyamid, hat eine Lauflänge von 279 Metern, ist eine 6-fach Sockenwolle. Und ist super weich. Ich möchte mir gerne noch einen Sophie-Schal mit dieser Wolle stricken, also damit ich auch eine einfärbige Version dieses Schals habe. Die lässt sich super schön verstricken, also ich habe echt eine Freude damit gehabt. Das war ganz toll. Ja, kann ich jedem nur empfehlen, diese Wolle. Und das Muster bzw. die Anleitung wird am 4.2. veröffentlicht. Ich verlinke euch unten auch ihr Profil bei Ravelry, damit ihr euch das anschauen könnt, falls euch dieses Muster zusagt. Ich habe den Socken jetzt kurz gestrickt. Normalerweise kann man den natürlich, also er wird von Spitze nach oben gestrickt und man kann ihn dann hier natürlich stricken, solange man den Socken möchte. Aber meine Tochter hat lieber gerne so kurze Söckchen, deswegen ist dieser jetzt etwas kürzer als normal ein Socken sein wird. Wie gesagt, ich verlinke euch unten in den Shownotes alle notwendigen Informationen zu diesen Socken. Ja, das war es jetzt, was ich fertiggestellt habe zum Thema Stricken. Ich habe aber endlich auch wieder gesponnen. Und zwar habe ich mir von Volvet Merve eine Club-Mitgliedschaft gekauft. Die kann man, glaube ich, monatlich abschließen. 3 Monate, halbes Jahr und Jahr. Ich habe mich für die 3 Monate entschieden. Und zwar gibt es da auch 2 verschiedene. Da gibt es den Bright and Quirky und den Moody. Und ich habe meine ersten Fasern aus diesem Club versponnen. Sieht so aus. Das ist Corriedale. Ich habe jetzt hier 293 Meter auf 100 Gramm. Das ist in etwa die Stärke wie dieses Aragi-Garn. Das hat auch, glaube ich, 300. Genau, auf 100 Gramm 300 Meter. Was ich damit machen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht eine Mütze oder Socken. Ich habe noch keine Ahnung, aber sehr schön geworden vom Farbverlauf. Was ich hier verzwirnt habe, also es ist zweifach verzwirnt, das bedeutet, man spinnt 2 Fäden und verzwirnt die dann miteinander. Nur bei mir ist immer das Problem, dass ich bei der zweiten Spule
viel kürzer bin als bei der ersten Spule. Das heißt, wenn ich sie verzwirne, bleibt mir auf der ersten Spule immer jede Menge Faden übrig und die zweite Spule ist schon leer. Ich erkläre mir das einfach so, dass ich gegen Ende dann schon ungeduldig werde und schneller spinne oder fertig werden will und dann ungenau werde. Also das ist etwas, woran ich gerne arbeiten möchte, dass ich konstanter spinne. Dass wirklich dann zum Schluss, wenn ich die zwei Spulen hernehme und sie Fäden miteinander verzwirne, dass dann nur ein bisschen, ein kleiner Unterschied ist in der Länge. Was natürlich bedeutet, wenn da kein Unterschied ist oder nur ein geringer Unterschied ist, dass die je 50 Gramm, also in dem Fall waren es je 50 Gramm, gleichmäßig gesponnen worden sind. Einmal, natürlich kann es einmal dicker, einmal dünner sein, aber auf die Länge hin gleichmäßig, dass ich zwei gleich lange Fäden gesponnen habe. Also das ist etwas, auf das ich gerne besser achten möchte bei meinen nächsten Spinnprojekten. Aber finde es sehr schön geworden. Zum Thema Spinnen. Ich habe mir in einer Facebook-Gruppe, die nennt sich Spinnermarktplatz, glaube ich, heißt sie. Verlinke sie euch gerne unten, falls da Interesse besteht. Da hat jemand Spinnfasern verkauft, jede Menge. Und ich konnte einfach nicht widerstehen, als ich diese Farben gesehen habe. Und zwar sind sie von Wollreinheit. Also ich habe sie jetzt nicht direkt von Wollreinheit gekauft, sondern von einer Person, die sie von Wollreinheit gekauft hatte. Und zwar einmal diese hier. Nennt sich Merino Pearl Banane. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Färbung ist, denn ich habe hier noch eine dritte und die heißt auch Merino Pearl Banane. Ich meine, sie ist ähnlich, nur die Farben sind anders. Also ich glaube einfach, das ist einfach die Zusammensetzung der Fasern. Und zwar ist das 70% Merino und 15% Viskose. Das sind jetzt je 100 Gramm, also 200 Gramm. Und ich finde die Farben ganz super. Dieses Neon, Gelb, Orange, in das Pink übergehend und diese weißen Einschübe dazwischen. Also ich finde das ein ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolle Farben und es ist super weich. Also ich wünschte, ihr könntet das jetzt angreifen. Das ist so ein weiches Material. Ich hoffe, dass ich das dann auch so spinnen kann, dass diese Weichheit erhalten bleibt, denn meistens spinne ich zu fest, in dem Fall wahrscheinlich zu schnell. Das heißt, ich gebe zu viel Drall auf meine Fäden und irgendwie verlieren sie dann an dieser Fluffigkeit. Das ist auch etwas, an dem ich gerne arbeiten möchte. Also ganz tolle Farbe. Wie gesagt, gibt es dann auch noch diese hier. Das ist auch, nennt sich auch Merino Pearl Banane. Hat aber andere Farben, so pastellige, rosa, grün, pink, blau. Also es ist auch ganz, ganz toll. Noch einmal zum Vergleich, diese beiden Farben zusammen. Auch ganz, ganz weiches Material wie das andere. Also es ist dasselbe Material wie die anderen. Dann habe ich hier noch 100% Rambouillet. Das war eigentlich die Fasern, die mir ins Auge gesprungen sind bei ihrer Verkaufsanzeige. Also die sind, finde ich, ganz, ganz toll. Ich liebe ja dieses Türkis und dann dieses Gelb dazu und das Pink. Also da bin ich schon ganz gespannt, wie sich das dann verspinnen lässt, beziehungsweise wie das dann das Endergebnis ausschauen wird. Also das ist 100% Rambouillet, sind auch wieder ein 100 Gramm Strang. Und zu guter Letzt 100% Merino, sind je 100 Gramm, also sind insgesamt 200 Gramm. Und auch wieder ganz tolle Farbe, dieses Mintige, das Pink und ich liebe dieses Gelb immer dazwischen. Das ist beim Spinnen immer so toll, wenn man das dann verspinnt und hat dann dieses Gelb dazwischen. Ich liebe das. Das hatte ich jetzt bei dem anderen leider nicht dabei, aber diese hellen Einschlüsse sind immer ganz, ganz toll. Ja, das sind meine Fasern. Meinen Webstuhl seht ihr da hinten. Ich habe ihn schon geschert. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich habe die Fäden schon gespannt zum Weben, aber zum Weben selber bin ich aus vorher genannten Gründen noch nicht gekommen. Mir fehlt auch noch ein Webschiffchen. Also ich webe mit drei Farben und ich habe leider nur zwei. Also mir fehlt eines und ich bin noch nicht dazu gekommen, mir eins zu besorgen.
Ich habe mir auch, wie nennt man das, Webspulen besorgt. Also da wickelt man den Faden zum Weben auf eine Spule auf, den spannt man dann in dieses Webschiffchen ein und kann damit weben. Nur ich habe jetzt das Schiffchen da, aber noch keine Spulen. Die Spulen bekomme ich dort, wo ich auch diese Webleiste bekomme. Und ich bin aber noch nicht dazu gekommen, mir diese zu besorgen. Deswegen steht das hier hinten noch zwar schon bespannt, aber noch nicht bewoben. Ja, das war's von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt, dass euch meine Podcasts interessieren. Wenn euch gefallen hat, was ich euch gezeigt habe, worüber ich gesprochen habe, lasst mir gerne ein Like da, beziehungsweise wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dürft ihr mir gerne auch folgen. Da freue ich mich immer sehr, wenn neue Follower dazukommen. Und gerne auch einen Kommentar hinterlassen, wie immer, woran ihr gerade arbeitet, während ich euch bespaße, sage ich jetzt einmal. Also wobei begleite ich euch, bei welchen Handarbeitsstücken. Gerne auch Kritik hinterlassen, was hat euch gefallen an dieser Folge, was hat euch weniger gefallen, worüber würdet ihr gerne mehr, also was würdet ihr gerne wollen, worüber ich mehr erzähle, was ich genauer beschreiben soll oder was ich anders machen soll. Falls euch irgendetwas stört, gerne auch in den Kommentaren hinterlassen. Ich bin für jede Kritik offen und hoffe auf Besserung dann in den nächsten Videos. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, schöne Arbeitswoche, je nachdem, wann ihr euch dieses Video anschaut. Nächstes Video wird vielleicht ein bisschen anders sein, weil, also ich lade meine Videos immer 14-tägig hoch und dieses Video fällt genau in den Skiurlaub, in den Familienskiurlaub hinein. Entweder ich nehme schon vorher etwas auf, also das werde ich sicher machen, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Ich habe überlegt, ob ich nicht eine Folge mache, indem ich euch meine, sage ich jetzt mal, Lieblingsbücher zu diversen Themen, eben betreffend Färben, Spinnen, Stricken, Weben, Häkeln, vorstelle. Das kann ich schon vorher aufnehmen und wenn ich jetzt einen, sage ich jetzt, normalen Strick-Podcast aufnehmen würde, den schon vorher aufnehme, würde ich, glaube ich, nicht viel zeigen können. Ich finde, für mich hat sich dieses zweiwöchige ganz toll ergeben. Damit komme ich super klar, weil da fange ich immer was Neues an in 2 Wochen, beziehungsweise irgendetwas ist auch wieder fertig, das ich euch zeigen kann. Ja, damit fahre ich ganz gut. Das werde ich im Moment noch beibehalten. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch was. Tschüss.